Meine Damen und Herren, wenn wir Ihnen zu erhöht erscheinen, dann sagen Sie Bescheid. Wir haben hier noch drei Stufen, dann können wir auch noch ein bisschen abmindern. Aber Frau Schobert sagte mir, wir sollen uns doch ein bisschen von oben herab. Das war jetzt nicht so ernst gemeint. Recht herzlich willkommen hier in der Marktlücke der Galerie B&K. Jeder, wie er den Begriff und diese Städte hier aus der Vergangenheit kennt. Ich bin froh, dass der Kunst- und Förderverein Landstadt Wittstock e.V. hier sein Domizil gefunden hat. Begrüße dann auch nochmal recht herzlich Herrn Lohmann. Ich hoffe nicht, dass er sich in der Stadt Wittstock verlaufen hat. Weil öfter uns sehen und das eine oder andere Wort dann auch in dieser Sache verlieren können, weil ich gerne diesen Verein nicht finanziell, sondern fördern möchte mit all ihrer Unterstützung und werden die Fördermitglied dieses Vereins, es lohnt sich. Land Wittstock. Recht herzlichen Dank, Frau Schubert. Ja. Bitte schön. Vielen Dank, Herr Germann. So, ich gehe jetzt auch wieder Stadt Wittstock. Herr Germann hat schon gesagt. Zu unserer heutigen Ausstellungseröffnung mit Werken von Herrn Schamil. Ich begrüße Sie sehr herzlich. Sie sind aus Rheinsberg hierher gekommen, Herrn und Frau Gimaje. Ich freue mich, dass Sie hier sind und vor allem freue ich mich, dass Sie jetzt in kurzer Zeit und mit viel Engagement die heutige Präsentation der Bilder ermöglichten. Es war eben der große Wunsch von Herrn Germann und auch von mir, dass wir heute diesen besonderen Tag für die Stadt Wittstock, die Marienkirche wurde als Denkmal des Monats ausgezeichnet, nützen, um mit einer Ausstellungseröffnung nochmal ein besonderes i-Tüpfelchen unseren Gästen der Stadt bieten. Ja, und deshalb bedanke ich mich natürlich bei allen, die dazu mitgeholfen haben, dass das heute möglich war. Sie waren ja in der Kirche heute Nachmittag, ich auch. Ich war kurz hier, also es wurde bis zur letzten Minute hier ganz fleißig gearbeitet. Vielen Dank. Der Bilder von Herrn Schamil Gimaje wünsche ich Ihnen viel Freude, sinnliches Vergnügen und auch Raum für eigene Inspirationen. Für die Arbeit in der Galerie wünsche ich mir Ihre Aufmerksamkeit, Ihr Interesse und Ihre Unterstützung. Sie sind herzlich eingeladen, auch morgen und übermorgen in der Galerie zu verweilen, das eine Bild oder Objekt zu betrachten und wenn es gefällt und Sie mögen, auch das eine oder andere als Kunst käuflich zu erwerben. Ich fände es für uns gemeinsam eine spannende und interessante Aufgabe, wenn es gelingt, aus dem kleinen versteckten Ort Galerie in der Marktgasse 11 und aus dem größeren sichtbaren Ort Burg Goldbeck, einen Wachstumskern für Kunst und Kultur im Land und in der Stadt Wittstock zu entwickeln und zu gestalten. Wenn Sie alle mitmachen und Lust haben, vielleicht gelingt es. Ich danke allen von Ihnen, die bislang den Verein mit einer Spende, mit Mithilfe oder Mitarbeit oder mit einer Fördermitgliedschaft unterstützen. Ich bitte Sie, bleiben Sie dem Verein und der Kunst und Kultur in Wittstock weiterhin gewogen. Wer von Ihnen mag und interessiert ist, darf gerne Fördermitglied werden. Herr Germann hat schon angesprochen. So, und nun danke ich Ihnen für die Aufmerksamkeit. Und ich gebe jetzt ab an Herrn Heller, auch im Vorstand des Vereins,
Er wird uns Künstler und Werk im Besonderen vorstellen. Ich bleibe hier unten stehen und spreche zu Ihnen von hier aus. Also, schauen wir ein bisschen hier an. Das wollen wir mal sehen. Das ist Shamil Dimayev. Kasan geboren, also ein Tatar. Und ist auch aufgewachsen. Ist 54 geboren. Das waren die Zeiten, in denen das völlig hart zuging. Stalin war gerade gestorben. Viele Leute wurden aus den Gefängnissen entlassen. Der Zweite Weltkrieg war nicht lange zurück. Und aufgewachsen ist er eigentlich als Straßenjunge. Und dass er eines Tages in solcher Sache endet wie jetzt, das ist seinen älteren Brüdern zu verdanken, vor allem seinem zweitältesten Bruder, der ihm geholfen und geführt hat. So, und dann war er in Leningrad an der Akademie und dann hat er in dem berühmten Repin-Institut studiert und gearbeitet. Bei dem berühmten Professor Alexander Zaitsev, einer der besten Lehrer, der damals dort war, bei dem hat er also gelernt. 7 Jahre hat er die Schule besucht dort und hat dann letztlich abgeschlossen und hat diesen berühmten Professor letztlich auch dann irgendwann zu Grabe getragen, als einer seiner letzten Schüler hier war. Und darauf legt auch viel Wert, dass diese Dinge passiert sind. Und dann ist er nach Berlin gekommen. Aber natürlich musste erstmal vorher eine Frau aus Deutschland nach Leningrad kommen. Und das ist seine wunderbare Frau, Ute Dimayev. Nachdem die Mauer fast gefallen war, ein Stück blieb noch stehen, hatte er Glück gehabt, in der Eastside-Galerie, die wir ja alle kennen, mitzumalen. Er hat das größte Stück, 42.